Ich würde gern, dass ihr den auch bitte in die Richtung dreht. Dreht den bitte mal rum. Wir sind hier keine Selbstunterhalter, weil ich weiß, alle, die hier stehen, die sind informiert. Und ja, schönen guten Abend kann man schon sagen. Und wir haben tolles Wetter. Ja, hi. Und ich fühle mich, also ich bin echt dankbar, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ihr seid echt klasse, muss ich mal sagen. Ihr seid die Helden von Deutschland. Guckt doch mal an, wie es in Deutschland aussieht, wie es in Europa aussieht. Und wie viel Widerstand gibt es in Deutschland? Das sind die Helden von Deutschland. Wer seid ihr da drüben? Sozialismus! Pfui! Das war die zweite Diktatur in Deutschland. Ich war Kommunistin. Ich kann nur sagen, Sozialismus, pfui! Sozialismus wollen nur die haben, die nicht unterm Sozialismus leiden. Und hier diese Plakate, marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Haben wir nicht im vorigen Jahr genug drunter gelitten unterm Sozialismus? Wie viele wurden an der Grenze erschossen unterm Sozialismus? Jungsozialisten, schämt euch! Schämt euch! Übrigens, eure Musik war eine Katastrophe! Das Orchester, das bis zum Untergang spielt! Das ist nämlich Deutschland! Wir sind alle im gleichen Boot, ihr werdet euch noch wundern! Da sind nicht nur friedliche Leute gekommen! Tausende von Dschihadisten sind in Deutschland! Die mögen euch auch nicht. Wisst ihr warum? Weil ihr keinen Gott habt. So, war nur eine kleine Einlage. Hatte ich so die ganze Zeit auf dem Herzen. Also ich halte heute nicht absichtlich irgendwie eine Rede, weil ich glaube, ihr seid schon so gut informiert. Wir wissen alle, in welcher Situation wir stecken in Deutschland. Ich muss sagen, ich habe gestern Abend Freunde besucht und es sind unterschiedliche Dinge, die mich natürlich unterschiedlich berühren. Und ich kann nur sagen, die letzten Tage, was mich bewegt hat, ist eine Statistik, die ist jetzt auch im Internet. Die Gewalttaten in Deutschland. Täglich werden Menschen vergewaltigt in Deutschland. Mit der Axt wird auf unsere Menschen eingeschlagen. Mit Messern. Wo seid ihr in Deutschland? Wartet ihr, bis das Land wirklich zu Ende ist? Wir haben keine Regierung mehr, wir haben ein Regime. Und das sind ihre Handlanger. Und Entschuldigung, Polizisten, ich habe immer große Meinung von der Polizei gehabt. Als ich in Frankfurt Demonstrationen organisiert habe, meine Polizisten in Frankfurt waren meine Helden. Die haben uns beschützt gegen diese Chaoten. Aber ich frage mich, das war 2015. Wir haben jetzt Mitte 2016 und 17, Entschuldigung. Und ihr Polizisten, ihr habt keine Ausrede mehr. Ihr wisst, was in Deutschland los ist. Und ihr bewegt euch immer noch nicht. Auch euch ist euer Job, euer Geld, eure Sicherheit wichtiger als unser Land. Ihr wisst genau, was in Deutschland abgeht. Und was denkt ihr, was bei den Wahlen rauskommt? Ich kann es euch schon sagen. 6%. Entweder die Deutschen sind so dumm, dass sie wirklich weiter wählen, CDU, Links, Grün. Ist ja eh alles das Gleiche geworden, wie die Blockparteien in der DDR. Das Gleiche. Ich habe nicht gedacht, dass ich so etwas nochmal erleben muss. Und was macht die deutsche Bevölkerung? Schweigt! Wie ist es, ihr Polizisten, ihr müsst das wissen? Der Hehler ist wie der Stehler. Das heißt, derjenige, der aktiv ist,
Das heißt, der, der nicht aktiv ist, der schweigt, der ist genauso schuldig wie die da oben. Wir sind alle schuldig, wenn wir nichts dagegen tun. Unsere Kinder werden uns fragen, jawohl, klatscht. Unsere Kinder werden uns fragen, warum habt ihr nichts getan? Und ich frage euch heute Abend, warum tust du nichts? Und noch was. Wie gesagt, ich habe Achtung vor der Polizei. Aber ich habe in Frankfurt auch gesehen, wie die Polizei missbraucht wurde für die Politik. Könnt ihr die mal zurückholen? Das ist doch albern, ehrlich. Stellt euch mal irgendwo anders hin. Auf so einen Kindergarten müsst ihr doch nicht reagieren. Wir sind doch hier unter Erwachsenen, oder? So, also, es kommen, jetzt mal ganz nüchtern zusammengefasst, 2015, Ende des Jahres, und das sind offizielle Zahlen gewesen, 2015 sind 1,5 bis 2 Millionen dieser Invasoren nach Deutschland gekommen. Meistens junge muslimische Männer. Das heißt, mindestens 1 Million junge muslimische Männer im wehrfähigen Alter. 2016 haben wir keine Nachrichten gehört oder habt ihr was gehört von Zahlen? Ich habe nichts gehört. Jetzt gehen wir mal davon aus, 2015, wenn Sie sagen offiziell bis 2 Millionen, war damals, jetzt sagen Sie noch 1 Million. Ich gehe jetzt mal von 2 aus. Nochmal mindestens 500.000 2016. Jetzt haben wir schon das halbe Jahr 2017. Ich war Mathelehrerin. Ich würde mal sagen, bestimmt schon, wie das immer bei 500.000. Wir haben bestimmt schon 3 Millionen drin. So, unter den 3 Millionen sind echte Flüchtlinge. Ja, vielleicht ganz ehrlich, ich möchte nicht einer von diesen Flüchtlingen sein. In den Asylheimen, die sind wirklich geflüchtet. Die haben Morde gesehen, bestialische Morde. Und ihre Mörder wurden mit nach Deutschland eingeladen. Diese Mörder werden hier bezahlt. Pui! Pui, kann ich nur sagen. Und die sind dafür. Und unser Geld wird diesen Mördern, ich sag's mal, in den A geschoben. So, das ist die Situation. Also ich würde mal sagen, wir haben auf jeden Fall 3 Millionen hier. Und die hier sind so, naja, eigentlich der lächerliche Haufen, die gegen den Widerstand in Deutschland, gegen euch, gegen uns bezahlt werden. Ja, die wegen uns hier stehen, damit wir hier unten auf der Straße beschäftigt sind, dass wir auch nicht mehr werden. Und Entschuldigung, ich glaube auch nicht mehr nur, dass die Polizeiautos nur auf unserer Seite stehen, wegen Schutz. In Berlin habe ich das gesehen, ringsrum Polizeiautos, damit niemand von den Vorbeilaufenden etwas mitbekommt. Und damit es so aussieht, als ob wir die Schlimmen sind. Ihr seid die Helden von Deutschland. Vergesst das nicht. Ihr habt den Preis bezahlt. Von euch haben Leute ihren Job verloren. Von euch, euer Ruf wurde kaputt gemacht, wie meiner. In 3 Tagen haben sie aus mir Nazi gemacht. Ich meine, ich lache ja immer noch drüber, weil das gefällt manchen auch nicht, aber ich bin so gerne in Israel. Also, ich bin israelischer Nazi, by the way. Ja, vergesst das. Und ich liebe Deutschland. Und ich habe gestern Abend, haben wir uns unterhalten und ich bin gläubig, wir haben gebetet für Deutschland. Ich habe geweint. Wenn ich Deutschland sehe, weine ich. Wisst ihr, warum ich weine? Ich lese es euch vor.
Und da kann ich nicht schnurren wie ein Kätzchen. Ich kann es nicht. So, ich sag's euch, 1.4.2017, Kirchbüchel, Österreich, vermisste Frau, 26 Jahre, tot aufgefunden. Samstag, 1.4.2017, Lüneburg, Zeitungsbote ersticht Hausbesitzer. Samstag, 1.4.2017, Lünen, Gruppe Nordafrikaner greifen Mann an und verletzen ihn lebensgefährlich. Samstag, 1.4.2017, Berlin, Streit zwischen zwei Gruppen. Ein Mann zieht ein Messer und sticht zu. Samstag, 1.4.2017, Lünen, Gruppe Nordafrikaner greifen Mann an und verletzen ihn lebensgefährlich. Flüchtling aus Ghana greift Pärchen mit Machete an und vergewaltigt die Frau. 1.4., wir sind immer noch beim 1.4.2017, Hamburg, Messerangriff, Streit zwischen Jugendlichen, zwei 19-Jährige schwer verletzt. Alles Migranten-Hintergründe. Sonntag, 2.4.2017, Berlin, Raubüberfall, Messerangriff, 34-Jähriger niedergestochen. Sonntag, 2.4.2017, Recke, 27-Jähriger von zwei arabisch sprechenden Männern bewusstlos geschlagen. Montag, 3.4.2017, Schwerte, 64-Jähriger, nach tätlicher Auseinandersetzung mit 27-Jährigem verstorben. Dienstag, 4.4.2017, Leipzig. Syrer versucht, seine Ehefrau zu erstechen. Dienstag, 4.4.2017, Griesheim. Brutale Prügelattacke, Opfer verliert möglicherweise Sehvermögen. Und. Wie gesagt, Brutalität, die uns bisher nicht fremd war, aber die seltener war. Vergewaltigung ist etwas Fürchterliches, egal ob es ein Mädchen, eine Frau oder einen Mann betrifft oder einen Jungen. Aber das, die Ausmaße, die es hier genommen hat in Deutschland mit unserem eigenen Volk, mit unserem eigenen Volk, das treibt mir Tränen in die Augen. Darüber weine ich. Wir haben keinen Staat mehr, der uns beschützt. Die von der Leyen geht jetzt durch die Armee. Ich meine, wenn es nicht so schlimm wäre, könnte man drüber lachen. Sie suchen jetzt nach rechtsradikalen Gegenständen. Was haben sie gefunden? Jetzt hört euch das mal an, wie lächerlich eigentlich. In einer Vitrine irgendwo ein paar Stahlhelme. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau von der Leyen. Setzen Sie sich doch so einen Stahlhelm auf Ihren Kopf. So, aber was dahinter steht, die wollen unsere Armee, die ist eh schon so schwach, auch noch platt machen. Weil sie ihre europäische Armee einsetzen wollen. Sie wollen ihre Weltregierung haben. Sie wollen uns schwächen. Wenn wir als deutsches Volk stark sind, stehen wir diesen Verbrechern im Weg. Wenn die Österreicher stark sind, als österreichisches Volk, stehen sie diesen Verbrechern im Weg. Deswegen wollen sie keinen nationalen Stolz oder irgendetwas in der Richtung. Hier sind jeden Tag Verbrechen, die kaum in den Zeitungen erwähnt werden. Ich weiß von Müttern, die ihre Mädchen nicht mehr rauslassen, allein ins Kino.
Ich weiß von Frauen, die nicht mehr ins Schwimmbad gehen wollen. Warum? Weil sie nicht angetatscht werden wollen. Oder noch Schlimmeres. Wenn du in der Umkleide bist, ja, dann hast du halt nicht so viel an. Kannst doch nicht mal dieses blöde Pfefferspray mit dir mitnehmen. Ja, das ist das Einzige, was uns geblieben ist. Wir haben keinen Schutz. Die Österreicher durften sich bewaffnen 2015. Wir nichts. Wir dürfen nicht mal ein längeres Messer mit uns tragen. Die dürfen uns abschlachten. Soll ich da nicht weinen über meinem Land? Aber wisst ihr was? Wir haben gar kein Mitgefühl mehr mit unseren Mitmenschen. Wir sind das deutsche Volk. Müssen wir uns schämen, dass wir Deutsche sind? Musst du dich schämen? Musst du dich schämen, weil du als Deutsche geboren wurdest? Ich schäme mich nicht. Ich stehe zu allem, was gewesen ist in der Vergangenheit. Zu allem ausnahmslos. Zu allem. Und es war Schlechtes und es war Gutes. Aber wir sind das deutsche Volk. Ich war gestern hier an dem westlichsten Punkt von Deutschland. Und wisst ihr was? Ich stand dort und man konnte so, sagen wir mit dem Hintern in den Niederlanden sein und mit den Füßen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal dort war. Und ich habe nur das Empfinden gehabt, wisst ihr, Deutschland ist unser Erbe. Ist das nicht ein tolles Land? Ist unser Land nicht ein wunderschönes Land? Deutschland ist unser Erbe. Es gehört uns und unseren Nachkommen. Solange wie die Erde besteht, das ist Deutschland. Das hier ist meine Fahne. Komm nicht dran, hat sich drum gewickelt. Ist eigentlich ein Symbol, ja? So geht es uns im Moment. Das ist die deutsche Fahne. Muss ich mich schämen wegen meiner Flagge? Wisst ihr was, wie das in den USA aussieht? Die amerikanische Fahne ist überall. Die ist auf ihren Tassen drauf. Da steht drauf, ich bin stolz, Amerikaner zu sein. Stellt euch mal vor, wir würden auf unsere Tassen schreiben, ich bin stolz, Deutsche zu sein. Sie würden die alle sagen, Nazi, Nazi. Nein, ich bin kein Nazi. Ich bin kein Nazi, aber ich liebe mein Land. Ich liebe Deutschland. Ich liebe mein Volk, auch wenn ihr ein stolzes Volk seid. Ich liebe euch. Ich liebe Deutschland. Und ich glaube, das muss ich aber jetzt sagen, dass wir politisch im Moment, ich sag's nicht so gern, aber dass wir am Arsch sind. Ich sag's euch mal so. Selbst wenn das Volk aufstehen würde und würde anders wählen, denke ich, dass die Wahlen ja inzwischen auch Fake-Wahlen sind. Ja? Wir haben Fake News, wir haben Fake-Wahlen, keiner weiß überhaupt noch, was irgendwie stimmt. Ja? Unsere Werte, alles zerfällt. Warum? Warum? Warum zerfällt unser Land? Warum zerfallen unsere Werte? Ich will euch jetzt mal was sagen, weil ich glaube, das wird wahrscheinlich meine letzte Veranstaltung in dem Sinne sein, warum auch immer, aber ich habe irgendwie das Empfinden, es wird meine letzte sein. Vielleicht verbieten sie euch auch oder uns, ich weiß es nicht, was passiert. Wir brauchen manchmal Ausländer, die uns zeigen, was wir für ein tolles Erbe haben. Ja? Wir sind, ich muss auch sagen, wir sind als Deutschland eines der reichsten Länder der Erde. Seht ihr das?
ist das reichste Land. Bis jetzt, ja? Eines der reichsten Länder der Erde. Soll ich euch mal sagen, wir sind das undankbarste Volk wahrscheinlich von der ganzen Erde gewesen. Meckern, 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 meckern. Ich war in Afrika, die Menschen haben nichts, aber die lachen. Setz dich doch mal hier in die U-Bahn, findest kaum jemand, der dich mal anlächelt. Wir haben es nicht nötig, mal Danke zu sagen. Entschuldigung, ich gehöre auch mit dazu. Stimmt das? Und vielleicht müssen wir erst mal ein bisschen was verlieren, damit wir wieder Dankbarkeit lernen. Also ich bin Christin von ganzem Herzen. Ich war Kommunistin, aber also in der DDR, die waren ein bisschen anders drauf als die da drüben. Die haben keine Ahnung, was Kommunismus ist da drüben. Ja, die spielen das. Und wir haben, also ich habe drunter gelitten danach, als ich eben da schon Widerstand gegangen bin, aber so war das halt. Aber wir haben, ich sag mal so, ich bin Christin geworden, wirklich von ganzem Herzen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich durch einen Inder, der mal verglichen hat, Indien und die westlichen Länder, der hat gesagt, ihr habt doch ein tolles Erbe hier bis jetzt gehabt. Ja? Und dann sagt er, aber ihr tretet es mit Füßen. Und er sagt, euer Denken ist eigentlich mehr christlich, als ihr denkt. Warum können denn bei uns auf den Feldern die Bauern irgendwelche Blumen anpflanzen und dort mal so gerade mal so eine Box hinstellen und darauf vertrauen, dass die Menschen freiwillig diese Blumen bezahlen? Woher kommt denn das? Wisst ihr was? Weil wir so erzogen wurden. Stimmt. Ich will nicht sagen, dass wir alle ehrlich sind. Wenn ich eine Steuererklärung, wird bestimmt der ein oder andere irgendwas machen. Aber ich würde mal sagen, so eine Grundaufrichtigkeit, Ehrlichkeit ist uns zu eigen. Und da gehören noch andere Sachen dazu. Stimmt's? Und das wirklich, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir können da mal ruhig ein kleines bisschen stolz sein. Sei stolz, Deutsche zu sein. So nichts Schlimmes. Ist das schlimm? Das ist unsere Flagge. Ja? Und ich finde es toll, dass ihr die hier tragt. Aber was ich euch einfach damit sagen möchte, wir haben ein christliches Erbe. Unser Land war gesegnet bis jetzt. Und viele, wenn ich mal mit jemandem gesprochen habe, die haben gesagt, ja, weil ich meine, was die Kirchen machen, da kann ich das auch verstehen, ganz ehrlich, das hängt mir auch zum Hals raus, ja. Diese Verräterkirchen, ja, Verräter sind das. Und wo ich in den USA jetzt war, wisst ihr, was sie mir gesagt haben? Wir haben doch die gleiche Situation bei euch wie in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert. Ja, wo war denn die evangelische Kirche im letzten Jahrhundert? Wo war denn die katholische Kirche? Wo waren denn die Kirchenfürsten? Ha? Hitler in den Hintern gekrochen, ja? Was machen sie heute? Brauchen sie Merkel in den Hintern? Nee, Bilderberger. Der ist ja auch, ist ja egal, wie die alle heißen. Es ist trotzdem das gleiche Regime. So, aber wirklich, was ich euch vielleicht wirklich, also ich denke, ich werde wahrscheinlich nicht widersprechen. Ich möchte euch etwas mitgeben. Wir haben, wie gesagt, ich denke, 3 Millionen haben wir auf jeden Fall von diesen Invasoren im Land. Und die haben ihr Gesicht noch gar nicht richtig gezeigt. Ja, also diese Vergewaltigungen, das sieht man schon, was angefangen hat. Es wird weiter bergab gehen, ganz sicher. Und wir werden es wahrscheinlich nicht aufhalten können. Also ich bin stolz auf euch, dass ihr hier seid. Aber ich sag mal, hier müssten Millionen stehen und hier dicht gedrängt und wirklich richtig, richtig in Power demonstrieren. Dann hätten wir, wenn wir das bis jetzt geschafft hätten, hätten wir die Regierung stürzen können. Aber unser Volk, und ihr seid, da gehört ihr Polizisten auch mit dazu, ihr seid auch das deutsche Volk, ihr haltet auch die Klappe, Entschuldigung, ja? Wir gehören alle, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wenn ich mir Frankreich angucke,
dass Polizisten lebendig angezündet werden. Frankreich ist nicht mehr so weit weg, so um die Ecke. Und in Frankfurt haben sie Polizisten auch, diese Leute da drüben, auch im Auto angezündet. Die hassen euch. Die hassen uns, aber die hassen euch auch. Und ihr seid die Einzigen oder fast die Einzigen, die bewaffnet sind. Ja? Haltet die Waffen mal schön fest. Die werdet ihr noch brauchen, bin ich mir sicher. Am besten versteckt euch noch welche irgendwo. Ich hoffe, dass von den Polizisten in Zukunft welche wirklich den Arsch in der Hose haben und für das Volk einstehen. Aber vielleicht geht es ja so langsam weiter, langsam immer weiter die Temperatur erhitzen, dass es dann keiner mehr merkt. Wirklich, bitte erinnert euch an unser Erbe. Ich habe einmal in Berlin gesprochen darüber, wir haben ein christliches Erbe. Unsere Eltern hatten Ehrfurcht. Meine Mutter war ehrfürchtig vor Gott. Die hat nicht gelästert. Meine Oma hat nicht gelästert. Meine Mutter hat für uns 8 Kinder immer für Schutz gebetet. Soll ich euch was sagen? Uns ist nie irgendetwas passiert. Und ich möchte euch heute, ich habe das noch nie so hier gesagt, auf diesen Veranstaltungen empfehlen, besorgt euch eine Bibel. Wenn der Islam weiter zunimmt, das, was die Moslems hassen, ist die Bibel. Und sie denken, ihr seid alle Christen. Deswegen wollen sie uns aus dem Weg räumen. Ja? Ja, das kannst du machen, wie du willst. Ich war lange Atheistin. Ich weiß, was Atheismus ist. Ich habe aber auch gebetet ab und zu. Das kann jeder machen. Aber ich wollte euch das einfach mitgeben. Wir haben keine Grundlage mehr. Unser Volk ist zerrissen. Wir brauchen wieder eine Basis, auf der wir stehen. Und jetzt frage ich euch mal, was ist hier gerade eigentlich schlecht? Du sollst nicht töten. Ich will reden zu allen. Ich will ja? zu allen reden. Was ist schlecht an den 10 Geboten? Du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Du sollst nicht lügen. Was ist denn schlecht daran? Ja? Es wird nur noch gelogen. Dann, du sollst nicht Ehe brechen. Wie sehen denn unsere Familien aus? Wie wachsen denn unsere Kinder auf? Wie viele verletzte Kinderseelen? Guck doch mal unser Volk an. Warum sieht es denn so aus, wie es aussieht? Wir haben unsere Grundlagen verleugnet. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. Ist das was Schlechtes? Ist das was Schlechtes? Ich frage euch. Selbst wenn ich nicht Christin wäre, warum soll ich denn diese Werte verleugnen? Du sollst nicht schlecht reden und so weiter. So, was ich feststelle ist, und das geht aber auf unser eigenes Konto, wir treten unsere eigenen Werte, wir treten unser eigenes Erbe mit Füßen. Ich glaube, das ist unsere Schuld, auch die Undankbarkeit. Und ich hoffe, dass wir das erkennen. Ich habe immer noch Hoffnung, als ich in den USA jetzt wieder war. Die sagen immer, Heidi, geh dort nicht zurück. Die haben uns, auch CIA-Leute, die haben uns abgeschrieben. Wisst ihr das? Ich habe Amerikaner gefragt, ob sie investieren in Deutschland. Sie haben gesagt, nein, kein Dollar. Die glauben, wir sind verloren. Ja? Das könnt ihr für bare Münze nehmen oder nicht. Leute aus anderen Ländern, Polen, Ungarn, Israel, die machen sich mehr Sorgen um uns als wir selber. Die sagen, wir sind verloren. Könnt ihr den nicht mal beiseite nehmen? Nehmt den doch einfach weg. Nehmt den Arm und tragen raus. Ordnung. Es geht um wichtige Sachen. Das ist wahrscheinlich ein Vorjahr oder so. So, wir hatten in der Vergangenheit, hätten wir 2 Möglichkeiten gehabt, um das Rad nochmal, das Ruder umzudrehen. Das eine wäre der Bewegung, Leute, ich denke mal, dass es
Leute vom Verfassungsschutz waren, die nur zerstört haben, ja? Also es war Dummheit, aber es waren auch Leute, garantiert geschickte Leute. So, wir haben es nicht geschafft, eine Bewegung aufzubauen, bis jetzt nicht. Und das Zweite wäre die Möglichkeit gewesen, dass wir ganz schnell irgendwie in die Politik gekommen wären und hätten von oben etwas verändert. Haben wir bis jetzt auch nicht geschafft. So, diese zwei wirklich grundsätzlichen menschlichen Möglichkeiten haben wir nicht hinbekommen. Und sie strömen weiter rein, das wollte ich vorhin noch sagen. Es sind Millionen, die in der Türkei sind und die der Erdogan am liebsten zu uns schicken möchte. Die machen Druck von der EU auf Ungarn und die grüne Grenze wieder aufzumachen. Und es kommen weiter mindestens Zehntausende jede Woche über Italien rein. So, machen wir uns nichts vor. Das kann eigentlich, so wie es aussieht, nur bergab gehen. Ich würde euch am liebsten Hoffnung machen in der Richtung, aber ich kann es nicht. Ich muss die Augen offen halten und muss sehen, was los ist. Ich sage euch heute Abend nochmal, guckt euch um, kümmert euch um eure Familien, macht euch Gedanken. Wir wissen, keiner weiß genau, wie es jetzt weitergeht, aber das kann nicht gut sein. Ja, bitte, wenn ihr im Dorf wohnt, macht euch Gedanken irgendwie über das ganze Dorf. Verbündet euch mit anderen. Ich denke wirklich, diese Gedanken sind erstmal mit das Wichtigste. Tut es. Vergesst das nicht vor lauter Protest. Ich meine, es ist gut, dass wir hier sind, aber ihr seht, also sag mal, unser Gewissen ist beruhigt. Wir haben wenigstens etwas getan für unsere Nachfahren. Uns können sie fragen. Ja, hast du was getan? Jawohl, Oma, Opa, Mama, ich habe was getan. Also wir waren keine Feiglinge, ja? Ihr wart keine Feiglinge. Aber bitte, bitte, richtet euer Augenmerk auf eure Familien, auf eure Nachbarn. Wir werden uns noch brauchen. Ja, ich muss sprechen, bitte.